Hallo und willkommen zu Lara Croft and the Guardian of Light. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Ich habe natürlich, weil zweimal durchspielen weniger Spaß macht, wenn man nur noch die Hälfte finden kann, habe ich die Speicherdatei gelöscht. Und ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe nicht alle Bonusziele geschafft. Ich habe nicht alle Schädel gefunden. Mir fehlt wahrscheinlich 1000 Sachen haben mir wahrscheinlich noch gefehlt. Aber eigentlich wollte ich das Spiel auch nur kurz anspielen, um zu schauen, wie es so läuft. Aber da ich gerade keine Internetverbindung hatte und nicht wusste, was ich sonst machen soll, habe ich es versehentlich durchgespielt. Plötzlich war es vorbei. Und dann dachte ich mir, ja, eigentlich ist es ganz nett, du musst da jetzt noch ein Let's Fail zu machen. Und ich werde wahrscheinlich wieder die Hälfte vergessen und weil mir die Steuerung schon genug Probleme hat, spiele ich auch auf leicht. Das reicht völlig aus, um trotzdem in Fallen zu sterben und von in Abgründe zu stürzen und in den Tod zu rennen und so weiter und so fort. Ja, und keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich nicht oft Hallo oder Tschüss sagen. Ich weiß nicht, wie viel ich am Stück aufnehmen kann oder werde. Weil zwischendrin muss ich leider immer noch arbeiten und nach der Arbeit ist das immer ziemlich ätzend. Ich habe übrigens ein neues Headset gekauft, wie man vielleicht hört. Ich bin noch nicht hundertprozentig mit der Qualität zufrieden, aber es ist doch schon wesentlich besser geworden, weil es nicht mehr rauscht. Ich muss nicht mehr nachfiltern. Und ja, ich fange einfach mal an. Laut der aztekischen Mythologie ist Yucatan ein uraltes Schlachtfeld, auf dem die menschlichen Anhänger von Totec, dem Wächter des Lichts, einst einen Krieg gegen die dämonischen Mächte von Xolotl, dem Bewahrer der Finsternis, führten. Es steht geschrieben, dass Xolotl die Macht eines Artefaktes benutzte, das als Spiegel des Rauchs bekannt ist, um eine Horde unaussprechlicher Schrecken aus dem Höllenschlund herbeizurufen. Toteks Krieger wurden bei der folgenden Schlacht allesamt getötet, doch Totec selbst überlebte. Er fand einen Weg, die Macht des Spiegels gegen den bösen Gott zu wenden. Und so wurde Xolotl im Inneren des Spiegels gefangen und Toteks Nachfahren schufen ein mächtiges Reich, das bis zur Ankunft der Konquistadoren Bestand hatte. Darüber, was mit dem Spiegel des Rauchs geschah, geben die alten Texte kaum Auskunft. Manche sagen, er sei an einem geheimen Ort versteckt worden und auf ewig verloren. Aber eine Sache habe ich gelernt, dass absolut nichts auf ewig verloren ist. Und hier ist er nun. Nachdem ich wochenlang durch den Dschungel Mittelamerikas gestreift bin, habe ich den Spiegel des Rauchs endlich gefunden. Es sieht gar nicht so besonders aus, aber ich habe noch etwas gelernt, dass der Schein trügen kann. Und diese Jungs wissen das offenbar auch. Hier kommt Vasco ins Spiel, der Warlord dieser Gegend. Er ist seit Jahren hinter dem Spiegel her, konnte ihn aber ohne meine Hilfe nicht finden. Vermutlich ist Vasco auch keine große Leseratte. Von dem Fluch scheint er nichts zu wissen. Oder er glaubt einfach nur nicht daran. Xolotl, stellt euch! Ihr seid unwürdig, Totec. Habt ihr die letzte Schlacht vergessen, als wir uns gegenüberstanden? Ein neuer Tag ist angebrochen und schon bald wird die Nacht zum letzten Mal über diese Welt hereinbrechen. Gar nicht, was du entfesselt hast. Xolotl wird die Welt in ihrem Blut ertränken. Kein Grund, melodramatisch zu werden. Das lässt sich bestimmt irgendwie regeln. Xolotl muss in dem Spiegel gefangen und hierher zurückgebracht werden, bevor der Morgen dämmert. Nur so kann man ihn aufhalten. Zurück. Das ist nichts für eine Frau. Du solltest vielleicht ein Stück zurücktreten, sonst wird am Ende noch dein hübscher Rock angekokelt. Geh von der Tür weg, sonst reißt die Bombe nicht nur deinen Stolz in Stücke. So gefällt mir das. Einfach ablegen und dann nichts wie weg. Ja, hallo und nochmal willkommen
zu Lara Croft und The Guardian of Light. Und The Guardian. And The Guardian. So rum. Falls man im Hintergrund hört, wie ich meine Tastatur misshandle, tut mir leid. Ich bin nicht gerade zärtlich zu dem Ding. Und was mir aufgefallen ist beim ersten Durchspielen. Wenn die Charaktere sich miteinander unterhalten, man sieht nie das Gesicht von demjenigen, der gerade spricht. Ist mir so aufgefallen. Dient bestimmt dazu, um zu verstecken, dass sie ihren Mund nicht bewegen. Ja, ich habe ein paar Probleme noch mit der Steuerung. Die ist doch sehr ungewohnt. Also, auch wenn ich schon mal durchgespielt habe, so mit Ach und Krach ist es immer noch sehr ungewohnt. Ich weiß auch nicht, ob ich sehr gesprächig sein werde. Ich bin auch jetzt schon ein bisschen müde heute. Boah, ist das laut. Hier noch ein bisschen dran rumschrauben. Jetzt ist es wieder zu leise. Na egal. Huch. Okay, das wäre geklärt. Und jetzt suchen wir deinen hässlichen Freund. Ich muss mich beeilen. Xolotl wird nicht ruhen. Ich habe schon mal angefangen, es aufzunehmen, allerdings mit dem alten Headset. Und das war, die Qualität war einfach furchtbar. Das hat gerauscht wie bekloppt. Ja, weiß ich doch. Weiß ich doch. Weiß ich doch. Das konnte sich keiner anhören und da war ich ein bisschen gesprächiger, was den Anfang anbetrifft. Ich weiß gerade echt nicht so genau, was ich erzählen soll. Ein Schädel. Sehr schön. Ruckel. Huch. Erwähnte ich schon, dass ich mit der Steuerung noch nicht ganz klarkomme? Falls ich aus Versehen ins Mikro husten sollte, entschuldige ich mich schon mal. Ich bin zwar eigentlich die Erkältung inzwischen los, aber huch. Ich muss an der Arbeit immer so viel rumbrüllen und reden und wachen, das. Ne. Ich werde den Husten einfach nicht los. Okay. 2000 Jahre im Gefängnis. Jetzt werde ich in eurem Blut baden. Wenn du Xolotl weiterhin verfolgst, wird er dich töten wie alle anderen. Ich muss es einfach darauf ankommen lassen. Du bist eine Närrin. Aber wenn du unbedingt willst, nimm wenigstens das auf deine Reise mit. Es wurde von den Göttern geschmiedet und hat große Macht. Etwas altmodisch, aber ich finde bestimmt Verwendung dafür. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ups. Uah. Ja, Waffen? Hallo, Waffe? Hallo? Ich schieß nicht. Tap, 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 tap. Hallo? Boah, na endlich. Scheiß Bug. Das Problem hatte ich beim ersten Durchlauf auch schon, dass ich keine Waffen auswählen konnte, als dann plötzlich Feinde kamen. War nicht so lustig. Aber ich glaube jetzt geht's, geht's, geht's. Na, na. Hallo? Waffen? Stab. Stab? Naja. Wird schon gehen. Huch! Ich bin so ein Held. Peinlich, peinlich.
Ja, wie gesagt, ich bin heute schon ein bisschen müde. Bin auch nicht eingespielt und gar nichts und... Weiß ich doch. Ich hab mich... Oh, Stab, du blöde... Oh, meine Fresse. Die ist halt echt zickig. Dieser antike Altar scheint meine Kraft wiederherzustellen. Ich habe mich auch sehr lang davor gedrückt, die Art von Lara Croft Games zu spielen. Das hatte für mich nicht so viel mit Tomb Raider gemein, aber es, andererseits heißt es natürlich auch nicht Tomb Raider und das... Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ich wollte es einfach nicht spielen, weil es mir nicht... hat mir nicht in den Kram gepasst, so wie es diese... von der Perspektive und das Gameplay, dass man hier so durchrennt wie bei... Weiß ich doch. Jetzt fällt mir gerade kein vergleichbares Spiel ein. Aber dann habe ich es für billig im... Upsa! Im Steam Sale gekauft. Ja, und ausprobiert. Und eigentlich ist es ja ganz witzig. Ist kein Tomb Raider, natürlich ist es kein Tomb Raider, aber ist es trotzdem ganz witzig. Huch, loslassen. Temple of Osiris habe ich inzwischen auch gekauft. Allerdings bin ich mit dem noch weniger befreundet im Moment. Also das ist gerade noch ganz komisch. Ist auch, glaube ich, noch nicht hundertprozentig richtig konfiguriert. Dass es... Oh, na! Dass es ordentlich flüssig läuft. Das habe ich auch noch nicht angespielt. Den Teil hier schon, Tempel von Osiris nicht. Ja, triffst du den heute noch? Ich habe es nur kurz gestartet, um zu testen, ob es funktioniert. Und ja, das tut es. Den Tempel von Osiris, wenn ich ihn dann spiele... Oh, halt, Moment. Komme ich ja her. Peinlich. Tempel von Osiris, wenn ich ihn spielen sollte, spiele ich dann komplett blind. Bei dem bin ich nur halb blind, weil auswendig kenne ich es noch nicht. Aber ich bin halt schon mal durchgerannt. Mehr oder weniger aus Versehen. Wer kann denn auch ahnen, dass das Spiel nach 5,5 Stunden schon vorbei ist? Damit rechnet doch keiner. Huch. Oh, jetzt wäre ich fast wieder runtergefallen. Bombe. Na? Diese Artefakte wurden früher von Kriegern benutzt, um in der Schlacht ihre Fähigkeiten zu verbessern. Okay. Ein Artefakt. Ich finde es schade, dass nicht genauer dabei steht, was genau das macht. Aber egal. Aber ich bin echt froh, dass man hier unbegrenzt Bomben hat, sonst hätte ich nämlich echt ein Problem. So. Einmal Steinchen. Ich hoffe, ich schaffe ein paar von den Score-Herausforderungen. Ich will unbedingt das Doppelgänger-Outfit haben. Ich finde die cool. Doppelgängerin ist cool. Weg da. Kugeln schieben ist auch nicht immer einfach. War nicht, nein! Nicht runter. Oh. Ich bin so ein Held. Und ich würde hier echt gerne im normalen
Autsch. Im normalen Tomb Raider-Stil durchlaufen. Überall alles angucken und rumklettern und Sachen entdecken, so wie man es halt gewohnt ist. Das finde ich hier echt schade. Das bedauere ich in jedem Level, bedauere ich es aufs Neue. Das Design ist ja schon cool. Würde mich so gerne versuchen, wie man hier, ob man hier vielleicht auf die Tür kommt. Huch, Ruckel. Oder ob man hier mit der Statue was machen kann. Oder einfach mal hier rüber gucken, was es da noch alles gibt. Ob man da irgendwas Tolles sieht, ob man da runterkommt. Aber geht ja leider nicht. Schade. Lauf, lauf, lauf. Nicht die schon wieder. Ja, genau so. Weiß ich. Steuerung macht mich gerade fertig. Hoch. Okay. Da lang. Da lang. Da lang. Wieder zurück. Nein, nein. Ach, Manu. Ah, Mann. Da hing ich schon bei der... Ja. Geh da hoch. Bei der ersten verworfenen Aufnahme hing ich da schon ewig lang rum. Es ist echt nicht so leicht. Okay, geschafft. Ah, und jetzt kriege ich auch meine Steam Achievements. Die habe ich nämlich beim... Wo muss ich drauf drücken? Hier. Beim letzten Durchspielen nicht bekommen. Weil ich wegen am Tarifwechsel bin ich nicht online gekommen. Und im Offline-Modus kriegt man die nicht. Aber das macht nichts. Freut mich jetzt umso mehr. Das ist doch ein Witz. Okay, einmal rum. Oh. Mein Rechner ist heute irgendwie ein bisschen langsam. Ach, warte, ich schieb die, glaube ich, erstmal hier hin. Vielleicht ist es dann besser. Hui. Nicht ins Feuer. Ah, super. So, und hier hin. Hui, hui. Reicht bestimmt nicht für ein Dingens, für ein Bonusziel. Nein. Schade. Egal. 30 Sekunden ist auch ein bisschen übertrieben. Hier hat man schon genug Hektik. Ich vor allem mit der Steuerung und nicht. Da rein. Ich komme da wirklich nicht so gut mit klar. Huch. Jetzt gerade im Moment irgendwie check ich es gar nicht. Hab das Spiel wahrscheinlich schon zu lange nicht mehr gespielt. Immerhin 2-3 Tage oder so. Na, na, na. Achso, ich muss ja... So. Nee, ich muss erstmal wieder reinkommen. Und wenn ich am Wochenende... Wenn ich ausgeschlafen bin, dann klappt das wahrscheinlich auch besser. Ist jetzt so halbtot nach der Arbeit. Ist nicht cool. Ein Bömmchen. Nein, nicht da lang, hier lang. Ah, jetzt hängt sie hier wieder irgendwo fest. Dumme Nuss. So. Einmal nach oben.
oben, einmal hier rüber, einmal den Haken. Na, den Haken. Den Haken. Achso. Falsche Taste. Huch. Einmal den Schädel und nach oben. So. Das auch noch mitnehmen. Einmal hier drauf. Und ab durch die Mitte. Huch. Ruckel? Was hat er denn heute? Ja, mit diesen Dingern kann man Türen öffnen oder Bodenplatten heben und senken. Ein beeindruckendes Exemplar. Du wirst mir eine gute Dienerin sein. Ich wäre da vorsichtig. Dann werde ich aus dieser zarten Haut eine Robe machen. Wir werden sehen. Ach, herrje. Boah, hier rauf geht die Treppe hoch. Der war's gewesen. Weg, 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 weg. Den auch noch. Oh, noch einer. Mädel? So. Ja, weiß ich. Immer schön die Vasen zerstören. Kann immer irgendwas Nettes drin sein. So. Hier gibt's einen Challenge-Raum. Welcher Challenge-Raum ist es? Ah, okay, der. Zum Glück keine Hektik. Hektik würde ich jetzt nicht schaffen. Blöde Kuh. So. Oh! Jetzt ist ja da zu. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das hier zugeht. Egal. Ich muss da ja eh wieder zurück. Hier gibt's nichts, oder? Nein. Bämmchen. Bämmchen, sage ich. Zopp. Und einmal gemütlich hier hoch. Ja, einmal gemütlich hier hoch. Und jetzt fliegt hier so eine scheiß Fliege um mich rum. Was soll das? Ich hasse es. Und wieder raus. Wie komme ich denn in mein... Ah, so. Ob ich 160.000 Punkte noch schaffe? Weiß ich nicht. Erreichen sie. Okay, die 6 Minuten schaffe ich nicht. Feuerfalle auch nicht geschafft. Aber zumindest den Schädel finde ich hoffentlich noch. Und ein paar Punkte wären auch cool. Ich glaube, so viele Punkte kriege ich jetzt gar nicht mehr. Naja, mal sehen. Da liegt noch was. So. Ich weiß auch gar nicht, ob man das irgendwie beeinflussen kann, dass man mehr Punkte kriegt oder so. Mit Special Kills oder schieß mich tot. Keine Ahnung. Oh. Mist. Hab mich getroffen. Oh, und trifft mich schon wieder. Okay. Ja, heute spiele ich echt nicht gut. Echt nicht gut. Ich meine, ich bin kein Profi in dem Spiel, aber ich kann es schon mal besser. Okay, was geht hier? Okay. Was machst du?
Okay, alles klar. Einmal hier rüber. So. Na. Das Ding macht... Achso, das macht nur die hier. Hui! Na, triff. So. Na, schieb, Mädchen, schieb. So, die lasse ich da stehen. Ja. Hui! So. Ich glaube, man braucht ja gar nicht zwei Kugeln. Man kann, glaube ich, auch mit einer rüberspringen. Aber egal. Ich glaube, ich bin beim ersten Mal sogar mit einer rübergesprungen, weil ich es nicht gecheckt habe, wie man die beiden da durchkriegt. Egal. So. Ein Up gerade. Boah, jetzt dachte ich schon, ich springe in den Abgrund. Lachend in den Tod. So. Ein seltenes Stück. Diese Reliquien wurden angeblich von den Göttern geschmiedet, um verdienten Kriegern mehr Macht zu verleihen. Mhm. Die Effekte einer Reliquie werden nur aktiviert, wenn ihre Reliquien-Energieanzeige voll ist. Sammeln Sie Edelsteine und neutralisieren Sie Gegner, ohne selbst Schaden zu erleiden, um die Energieanzeige zu füllen. Ist die Energieanzeige voll, leert sie sich vollständig, sobald sie verletzt werden. Jawohl. Wozu die Dinger gut sind und dass man die ausrüsten kann, habe ich übrigens auch nicht gecheckt, als ich es zum ersten Mal durchgespielt habe. Habe ich ein zweites Ding? Was bin ich, ein Artefakt? Kein zweites Artefakt. Na, da nicht. Ja. Eine meiner Lieblingsstellen. Obwohl inzwischen weiß ich ja zum Glück, wie die funktioniert. Beim ersten Mal... Hui! Bin ich mich da durchgestorben. Nimm den Schädel, schnell! Oh, ah! Naja. Wieder nicht alle Punkte erwischt, egal. Und hoch! Oh, bis ich das gecheckt habe, dass ich hier mit dem Speer hochkomme, hat echt eine Weile gedauert. Viele, viele Tode. So. Oh, und hoch. Tju, geschafft. Oh, ich würde mich jetzt so gern umgucken, ob ich hier noch irgendwo hinkomme. Da noch irgendwas geht. Aber ich traue mich nicht runter. Obwohl, ich gucke einfach mal. Aber hier... Nee, hier geht leider nichts. Schade. Dann ist hier das Ende, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, bin mir nicht sicher. Für den Fall des Falles sage ich jetzt schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ich muss nämlich leider morgen wieder arbeiten und habe keine Zeit, hier stundenlang rumzurennen. Und ja... Huch, wo habe ich jetzt drauf gedrückt? Egal. Tja, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Lara Croft and the Guardian of Light. Bis dann!